Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir merken anhand der Lieder, dass wir uns in der Passionszeit befinden und auf das eigentliche Geschehen hingehen, dass Jesus Christus in diese Welt kam, um Sünder selig zu machen, um für sie das Leben hinzugeben, stellvertretend für uns in den Tod, um es dann wiederzunehmen und uns in seine Nachfolge zu ziehen. Wir werden immer wieder neu daran erinnert, was Gott in seiner Liebe für uns getan hat. Dass seine Liebe es war, uns wieder aufzuheben aus dem Staube. Wir merken ja, wie viele Menschen auch in unseren Tagen hin und her hetzen, suchen nach Ausgleich, suchen nach Geschehnissen in ihrem Leben, die irgendwie lebenswert sein sollen. Und sie kennen das Ziel nicht. Haben Angst vor dem Sterben, vor der Abberufung aus der Welt in die Ewigkeit. Gibt es überhaupt eine Ewigkeit? Manche winken ab und sagen, mit dem Tod ist alles aus. Da darf es gar nichts mehr geben. Und wenn es doch einen Gott gibt, was ist dann? Wenn es doch ein Gericht gibt, das all meine Fehler aufzeigt und mich beurteilt und verurteilen muss, und verdammen muss, was ist dann? Gott sagt, ich sandte meinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben und das Geschehen auf dem Kreuz, am Kreuz auf Golgatha, nicht gerichtet werden, sondern gerettet werden. Und das sollten wir ganz neu für uns persönlich bedenken. Denn wenn auch wir in unseren Zwischengesprächen ja immer wieder viel Klage, Ach und Weh hervorbringen, hilft das ja keinem weiter. Es hilft nur weiter, wenn wir uns erinnern an Jesus Christus, unseren geliebten Heiland, der für mich ganz persönlich und für dich gesagt hat, es ist vollbracht. Ich gebe mein Leben für dich hin, damit du nicht in Ewigkeit stirbst, sondern im himmlischen Wesen sein kannst. Jesus zu dienen, und das ist auch für uns Gläubige wichtig, wir haben das gestern auch wieder praktiziert, indem wir die Schriften der Schriftmission einkuvertiert haben, mit dem Herzenswunsch, dass die Empfänger dieser Schriften gesegnet werden, Gläubige in erster Linie im Glauben gefestigt werden. Wir sehen ja so viele Gläubige, wie sie wanken und schwanken und nicht mehr fest auf dem Boden des Glaubens stehen, auf dem Evangelium. Und dass Nichtgläubige erkennen, dass Gott sie liebt und für sie da ist. Wir durften diesen Dienst tun. Ja, Jesus dienen heißt doch leben, heißt leben. Denn wir stehen dann mit ihm auf der Seite des Lebens und leben selber. Ich darf uns aus dem Evangelium Johannes 12 einige Verse lesen. Viele in unseren Tagen bereiten sich ja auch vor, auch Juden in der Diaspora, zum Passafest nach Jerusalem zu kommen, um Gott die Ehre zu geben. Und da war es auch zur damaligen Zeit so, es waren, ab Vers 20, einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest, dem Passafest. Sie traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Eine wunderbare Einladung, auch in dieser Zeit, sich ganz auf die Seite Jesu zu stellen und dahin zu gehen, wo er ist.
Gott hatte befohlen, dass alles, was männlich war, unter den Juden dreimal im Jahr hinaufzieht nach Jerusalem, um ihnen ganz besonders die Ehre zu geben. Einmal zum Passafest, im Gedenken daran, dass der Tod einst in Ägypten an ihnen vorüberging. Als dieses Passalamm geschlachtet worden ist und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten der Häuser der Israeliten gestrichen war. Der Tod ging vorbei, aber alle Erstgeburt unter den Ägyptern starb. Und sie sollen das neu bedenken. Gott hat dafür gesorgt, dass der Tod an ihnen vorbeiging. Und dann sollen sie zum Wochenfest kommen, Pfingsten, und sollen ganz neu erkennen, dass sie auf dem Berg Sinai, auf dem Berg Horeb, die Gebote Gottes bekommen haben. Wer wusste denn schon, was Gott will? Jeder hat so seine Ahnung. Auch die Heiden suchten irgendwie eine Begegnung mit den unsichtbaren Mächten. Sie opferten Tiere, manchmal auch Menschen, um irgendwie zu erfahren, was wollen diese Geister überhaupt. Gott beschenkte sein Volk mit den 10 Geboten, mit seinen guten Geboten zu Pfingsten. Und ein drittes Mal sollten sie nach Jerusalem hinaufziehen zum Laubhüttenfest und einfach Gott danken für die guten Gaben, die sie bekommen haben. Und dass zu jeder Zeit das Volk gelenkt und geleitet worden ist durch seine hohe Hand. Und so kamen auch hier aus Griechenland, aus der Diaspora, Juden herauf. Sie hatten gehört, da soll doch der Messias tatsächlich gekommen sein. Wir wollen Jesus sehen. Und das sollte auch in unserem Herz sich widerspiegeln, jeden Tag aufs Neue. Wollen wir noch Jesus erleben und sehen? Oder begnügen wir uns mit der Vergangenheit? Ja, damals war's. Gab ja mal so eine Radiosendung, nicht? Die hieß so, damals war's. Dann hört man immer gerne, wie es damals mal war. Aber es geht in der Passionszeit um das Heute, um das Jetzt. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen ihn erleben in unserem Herzen. Wir wollen sein Wort verstehen. Wir wollen ihn aufnehmen. Denn wir haben gehört, da wo er ist, da ist Leben. Und da wollen wir natürlich auch sein. Und so sprachen sie mit den Jüngern Jesu und sagten vermittelt, das bitte, wir wollen Jesus sehen, wo ist er? Und dann taten sich Philippus und Andreas zusammen und gingen zu Jesus, da wollen dich welche sehen. Was sagt Jesus? Jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Jetzt ist es dran, dass die Antwort auf meine Sendung hier gegeben wird. Ich muss ans Kreuz. Ich muss den Preis bezahlen, damit die, die mich sehen wollen und erleben wollen, in Freiheit leben. Damit sie mir folgen können, damit sie mir dienen können. Und das ist allein Leben. Gestern war einer unserer Söhne in Berlin mit seiner Tochter erst spät am Abend noch nach Hause in die nördliche Region von Hamburg gefahren. Ich habe noch vorhin mit ihm telefoniert, wie seid ihr nach Hause gekommen? Wir haben zu Hause auch noch gebetet, Herr, bewahre diesen Sohn mit seiner Tochter. Und dann erzählte er mir, ja, wir sind gut angekommen, aber als ich mit 180 über die Autobahn fuhr, das war der Mitternacht beinahe, stand plötzlich ein Reh dort. Und ich konnte mit 180 fast gar nicht mehr bremsen. Reifen quietschten, auf 140 schnell runter und dann noch gerade so an dem Reh vorbei manövriert. Ja, wie schnell kann das Leben zu Ende sein? Wir haben gebetet, Herr, bewahre ihn. Wenn Gott nicht dabei gewesen wäre, wäre er gerade auf das Tier losgerast und er und seine Tochter möglicherweise ums Leben gekommen. Denn so ein Aufprall auf so ein Tier ist mächtig und gibt großen Schaden, nicht nur Blechschaden. Ja, wir brauchen den, der da lebt und der da bewahrt. Ja, jetzt ist die Zeit, ich muss für euch ans Kreuz gehen, sagt Jesus Christus. Und wer mir dienen will, wer wirklich auf meiner Seite stehen will, der muss mir danach folgen.
Er muss nicht mehr sich selbst nachfolgen oder anderen Menschen, sondern mir nachfolgen. Und er hat gesagt, ich muss für euch sterben und gab dieses Gleichnis mit dem Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bleibt es ja allein, dann liegt es einfach rum. So ähnlich wie das Weizenkorn in den Pyramiden in Ägypten. Man gab ja immer den Verstorbenen Essen mit, nicht? Und legte dort Körner auch mit in das Grab. Und dann hatte man versucht, nach 3000 Jahren, wenn man die Grabkammer mal geöffnet hat, die Körner in die Erde zu stecken, ob die noch Frucht bringen. Und siehe da, ja, die brachten Frucht. Muss aber in die Erde, muss er sterben, damit es aufgelöst wird und ein neuer Keim rauskommt, bis zur Ehre und Frucht bringt, bis hundertfältig. Ja, dieses Gleichnis zeigte auf. Jesus muss für uns sterben, für uns, für unsere Schulden, damit er in der Auferstehung die Frucht des wahren Lebens für alle, die an ihn glauben, hervorbringen kann. Ja, Jesus deutete das zunächst ja auf sich. Denn er hat auch im Johannesevangelium gesagt, der Vater hat mich lieb. Er hat mich gesandt, dass ich freiwillig mein Leben in die Erde gebe, in den Tod. Keiner nimmt es weg von mir. Ich kann auch oben liegen bleiben, so wie das Korn dort in den Pyramiden 3000 Jahre. Passiert nichts. Ich gebe es freiwillig in den Tod für euch, damit bei der Auferstehung neue Früchte entstehen. Niemand nimmt es von mir. Ich lasse es freiwillig von mir, sagt Jesus. Und ich darf es auch wieder nehmen. Und schon im Alten Testament, in einem Psalm, heißt es ja auch dann, was auch im Hebräerbrief wiederholt wird, Opfer und Gaben, himmlischer Vater, hast du nicht gewollt. Das religiöse Gehabe der Menschen willst du gar nicht. Aber den Leib hast du mir bereitet, dass ich ihn hingebe. Den Leib für die anderen. Denken wir noch daran? Denken wir daran, warum wir überhaupt hier sitzen? Weil Gott in Jesus diesen Leib geopfert hat am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden, damit wir nicht in Ewigkeit sterben, getrennt sind vom Ewigen, sondern in dem Reich Gottes leben können. Ja, der Herr musste sein Leben für uns lassen, um uns mit dem himmlischen Vater neu zu versöhnen. Denn alle Menschen sind ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott durch ihre Sünden, die Erbsünde und die eigenen Sünden. Keiner passt zu Gott, keiner. Gott muss uns passend machen und er machte uns passend in Jesus. Und er sagt so, jetzt sehe ich nur noch meinen Sohn, jetzt sehe ich nicht mehr dich an, der du so verkehrt bist, der du so vieles verkehrt gemacht hast. Denn wenn ich dich ansehen würde, würdest du ja in die Verlorenheit gehen. Aber wenn ich meinen Sohn ansehe, dann bist du zu Hause willkommen. Jesus Christus befreite den durch die Sünde verdammten Menschen zum Leben mit dem Vater und zum Dienst, Zeugendienst in dieser Zeit. Wie ich es vorhin sagte, unsere Schriftmissionsarbeit ist einfach nur ein Zeugendienst. Und wir sind dem Herrn so dankbar, dass wir den Zeugendienst schon 41 Jahre durchführen können. Mit all unserer Schwachheit. Jesus zeugt selber durch dieses Wort, was wir weitergeben können. Dieses Gleichnis mit dem erstorbenen Weizenkorn gilt aber auch denen, die Jesus glauben. Auch uns, die dem Herrn dienen wollen. Wir können Gott nur dienen, wenn wir selber gestorben sind, unserem eigenen Wesen, unserem eigenen Ich. Ansonsten kommt das immer wieder hoch. Darum ließ Jesus einfach mal die Diaspora-Juden aus Griechenland stehen und sagte, jetzt ist es Zeit. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Ansonsten könnt ihr, selbst wenn ihr mich jetzt seht, mit mir sprecht, könnt ihr mir nicht dienen. Ich muss zuvor dienen für euch, damit ihr mir und dem himmlischen Vater dienen könnt.
Und daran sollen wir in der Passionszeit denken, dass Erlöste durch das Blut Jesu nicht mehr den Feinden und den feindlichen Dingen ausgeliefert sind, sondern Gott dienen dürfen, im Leben stehen dürfen. So wie es der Apostel Paulus dann auch immer wieder predigte und sagt, denkt daran, wenn ihr mit Christus gestorben seid und auferstanden seid, dann werdet ihr in einem neuen Leben dienen. Das Leben in der Zeit hat einen anderen Sinn bekommen. Ihr lebt nicht nur mehr, um essen zu trinken, schlafen und arbeiten und dann nachher begraben zu werden. Nein, all das, was ihr dann tut, hat einen viel tieferen und größeren Sinn, nämlich den Sinn des Lebens. Ihr arbeitet im Sinn des Lebens. Ihr esst im Sinn des Lebens. Einmal sagte Gott zu dem Volk Israel, ja, leider esst ihr ohne mich. Ihr genießt zwar alles, was ich euch gebe, denn ihr könnt ja das Korn nicht wachsen lassen, aber ihr macht es für euch nur. Ihr sollt es ja haben, damit ihr für mich leben könnt. Darum lasse ich das wachsen. Darum sollt ihr essen können. Verstehen wir? Diese Beziehung ist immer zum Schöpfer gegeben. Und das sollen wir auch können. Mit Jesus gestorben und auferstanden heißt dann, mit ihm den Sieg über die Sünde, über das Böse zu haben. Wir sind frei, um Gott zu dienen durch den Heiligen Geist. Ist uns das auch jetzt in der Passionszeit wieder neu bewusst geworden? In der Messiasprobe, wir wissen ja, dass Jesus Christus zuvor, bevor er das Kreuz für uns erduldete, ausprobiert wurde, ob er wirklich standhaft bleibt und nicht diesen Wesen dieser Welt sich untertan macht. Er wurde an Leib, Seele und Geist geprüft vom Satan. Und das Wunderbare ist, wenn wir das lesen, steht in der Schrift, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Damit jeder erkennen kann, er hat alle Versuchungen bestanden und überwunden. Ihm können wir allein vertrauen. Ihm können wir unser Leben wirklich anvertrauen, weil er der Sieger ist über alle Anfechtungen in dieser Zeit. Und dann kam der Teufel und zeigte ihm ja alle Schätze dieser Welt und sagt, ich gebe sie dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ist doch schön, nicht? Eine Million kann man ja verdienen, haben wir gerade gestern geredet darüber. Gebe ich dir. Kannst du doch was mitmachen. Du brauchst nur auf diese Wege einzugehen, die ich dir vorschlage. Aber Jesus sagt, nein, du sollst Gott allein dienen. Und ihn anbeten. Nicht den Vorschlägen dieser Welt folgen, sondern Gott allein. Nicht nur anbeten, sondern auch dienen. Das, was wir tun mit Worten und Werken, soll im Namen und Glauben an den Herrn Jesus getan werden. Weil das ist das Einzige, was Bestand hat. Und das wollte hier Jesus auch sagen. Ich muss für euch sterben, damit diese Frucht des neuen Lebens hervorkommt und ihr auch befähigt werdet, mir und dem himmlischen Vater auf dieser Erde zu dienen. Liebe Geschwister, wenn Christen nicht mehr das Zeugnis des wahren Lebens in dieser Welt ausbreiten, kann es keiner. Es kann keiner vom wahren Leben sprechen, von der Seligkeit der Seele in Ewigkeit, außer diejenigen, die es erlebt haben. In Christus. Darum sind auch wir aufgerufen, dieses Zeugnis ganz neu zu entdecken und wahrzunehmen. Ja, es heißt auch im Psalm 100, Vers 2, dienet dem Herrn mit Freuden. Mit Freuden, also nicht nur gezwungenermaßen, ich bin ja Christ, dann muss ich mal ein Zeugnis geben, sondern mit dem ganzen Leben mit Freuden. Das meint der Herr Jesus, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und das hat er schon vor Golgatha gesagt. Denke mal darüber nach. Du wirst Golgatha dann sehen, hätte er sagen können zu den Jüngern. Und dann denkt er darüber nach, was ich euch gesagt habe, ob ihr da mitmachen wollt. Ob ihr wirklich euer ganzes Leben mit an das Kreuz geben wollt. Und mit in der Auferstehung mir dienen wollt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Und der heutige Sonntag steht ja unter dem Begriff Letare, Freude, Frohlocken.
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Immer wieder aufs Neue. Nicht mit Klage, Ach und Weh, sondern mit Freude. Du hast alles vollbracht. Das will uns die Passionszeit neu zeigen. Christen haben keinen Grund zu klagen. Sie haben nur Grund zum Danken. Denn alles andere, was sich uns in den Weg stellen will, hat Gott in Jesus Christus überwunden. Aber es ist immer wieder die Frage, auch angesichts der täglichen Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen, will ich Jesus dienen? Es ist ja immer wieder ein neuer Entschluss. Wenn wir erwachen zu einem neuen Tag, was sagen wir Gott? Ich will bei dir bleiben. Ich will dir dienen. Sende du mich, führe du mich, befähige du mich. Gott dem Herrn durch Jesus Christus dienen heißt doch, wie sagt es der Herr Jesus, dann müsst ihr dort sein, wo ich bin. Ich bin dann nicht dort, wo ihr seid, sondern ihr sollt dann da sein, wo ich bin. Das heißt Nachfolge Jesu. Und das ist der Herzenswunsch. Wo bist du, Herr? Wir wollen Jesus sehen, sagten die Griechen, die nach Jerusalem kamen. Wir wollen Jesus sehen. Aber vielleicht dann auch mit der Prämisse, wenn sie erfahren haben, dass dieser das Lamm Gottes ist, was sie dann auch in die tiefere Nachfolge ziehen möchte. Dann musst du auch da sein, nicht nur Jesus sehen wollen, wo er ist. Dann frage, wo bist du, Herr? Ich will dir folgen. Ich will dort sein, wo du bist. Ich will an dem Ort sein, wo du handelst. Ich will auf dem Weg dort gehen, den du bereitet hast. Und ich will in der Art und Weise handeln, wie du handeln willst. Denn Gott in Jesus, und das sagt uns wieder diese Zeit, in der wir leben, die Passionszeit, will, dass wir in dem Neuen leben, in seinem Wesen, in seiner Art ihm dienen, den Platz einnehmen, den er aufzeigt. Niemand kann sich, wer in dem neuen Leben leben will, einen eigenen Platz suchen, wo er Gott dient. Das ist nicht so. Jesus sagt dir, folge mir nach. Da, wo ich bin, da musst du sein. Such dir keinen eigenen Platz, sondern nimm den Platz ein, den ich dir gebe, spricht der Herr. Denn nur da wirst du gesegnet werden. Nur da wird das neue Leben auch pulsieren. Wir sind nur, und das sagt uns auch dieses Wort, nur Mitdiener. Wir sind nur Mitdiener. Wir arbeiten gleichsam an demselben Werk mit, was Jesus tut. Das ist beinahe so wie Kinder, die sich dann den Eltern, manchmal auch dem Vater zur Seite stellen, was der dort arbeitet, dann machen sie einfach mit, was der tut. Sie sind Mitarbeiter dann, nicht? Sie machen das nicht selbstständig, der Vater macht das. Ja, ich gebe dir den Nagel und den Hammer und du kannst es ja. Ja, Mitarbeiter. Mehr sind wir nicht als Christen, nur Mitarbeiter. Das, da was Jesus tut, da sind wir dabei. Da sind wir Gesandte. Und das nicht nur in angenehmen Tagen, sondern auch in den schlechten Tagen dieser Zeit. In guten und in bösen Taten. Tagen mit ihm unterwegs sein. Und darum suchen wir im Gebet immer ihn, wo er ist. Herr, wo bist du? Wir wollen dich sehen. Wir wollen da sein, wo du bist. Wir wollen einfach mitwirken können. Wir wollen eine Segensgemeinschaft sein. Und wir wollen eine Siegesgemeinschaft sein. Was ist denn der Ort des Dienens Jesu? Schon in seiner Sendung, als er in Nazareth in der Synagoge war, sprach er davon im Lukas-Evangelium in Kapitel 4 und sagt, ja, wozu bin ich denn überhaupt gekommen? Wo werde ich mich denn bewegen? Ach, bei diesen klugen Leuten in dieser Welt, bei den Reichen, bei den Hohen? Nein, ich bin gesandt, das Evangelium zu verkünden den Armen. Das ist der Ort, wo ich arbeite. Ich bin gesandt, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen. Denen, die das Gefühl haben, ich komme nicht weiter, den einfachen Menschen. Da bin ich
Und da arbeite ich. Ich bin gekommen, den Blinden, die nicht wissen, wo es lang geht, die sollen sehend werden. Denen zu helfen, die keinen Sinn in diesem irdischen Leben finden, aber doch Suchende sind. Das ist der Arbeitsplatz Jesu. Da sollen auch wir sein. Ich bin gekommen, den Zerschlagenen das zu geben, dass sie frei und ledig sein sollen. Ich will Gnade verkündigen. An dem Platz ist Jesus. Wer mir dienen will, sagt er, der sei da, wo ich bin. Der sei da, wo ich bin. Und wir kennen auch dieses Gleichnis des großen Festmahles, wo in diesem Gleichnis Jesus sagt, die Leute sind alle eingeladen, das Mahl ist bereitet, kommt zur Hochzeit. Ach, wir haben so viel anderes zu tun. Ja, wir wollten gerade heiraten, wir wollten gerade den Acker bestellen und ich wollte mir gerade ein paar Tiere ansehen, die mir helfen zur Arbeit. Ach so. Dann wurden die Knechte auf die Straße geschickt. Nehmt jeden Landstreicher und alles, was ihr dort findet. Ladet die mal ein. Das ist mein Arbeitsplatz. Und die ließen sich freilich einladen. Ach, ist ja wunderbar, wir dürfen dort kommen. Und da sollen auch wir sein. Wir sind für die suchenden Menschen in dieser Zeit da. Für die Armen, für die Schwachen, für die Elenden, für die Verfolgten, für die, die sich selbst nicht mehr orientieren können. Und Paulus sagte das später auch, schaut doch mal unter euch, ihr lieben Korinther, was sind denn das für Leute, die sich haben einladen lassen? Das sind die, die von dem Geist dieser Welt verachtet sind. Die haben hier kein Zuhause. Ja, die Elenden, die Schwachen. Es sind wenig von den Großen dabei, sondern es sind die, die in der Welt nichts gelten. Ach, das ist ja bloß da so ein armer Mensch. Die sind in der Gemeinde Jesu dann willkommen und zu Hause. Und das sollen wir auch neu sehen. Wer mir folgen will, der sei an diesem Platz, wo ich bin, unter diesen Menschen. Und was ist der Weg des Dienens? Jesus dient mitten in den Verfolgungen dieser Zeit. Und liebe Geschwister, auch das erkennen wir neu in der Passionszeit. Wo entsteht die meiste Frucht in dieser Welt? Da, wo es Verfolgung gibt. Da, wo man auch Verfolgung duldet, da wachsen die Gemeinden. Da, wo die Ablehnung gegen Gott, gegen Christus ist, da entstehen blühende Gemeinden. Darum sagte der Herr Jesus schon zuvor zu den Jüngern, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Das ist der Platz, wo ich arbeite. Und das sollt ihr dulden. Deswegen viele verfolgte Christen in unserer Zeit, die beten für die lauen Christen im Westen, denen es so gut geht, die jeder kleinen Verfolgung aus dem Wege gehen wollen, die gar nicht mehr so Christus bekennen wollen. Und sie beten für uns, obwohl sie selber verfolgt sind. Diese Zeugnisse haben wir immer wieder gehört. Da ist Jesus Christus. Haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Das ist der Weg, auf dem ihr vorangehen sollt. Und an Timotheus durfte Paulus auch so schreiben und sagen, sagt das den Leuten. Alle, die gottselig leben wollen mit Christus, die müssen Verfolgung leiden. Das ist untrennbar. Darum sagte der Herr Jesus, achtet nicht darauf, was ihr in euren Wünschen habt. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Selbst die Familienmitglieder sind oft gegeneinander. Wenn ihr mir folgt, könnt ihr nicht zugleich alles andere zusammenfügen wollen, wie es euch passt, sondern ihr müsst auch dulden, dass eine Trennung da ist. Vater gegen Tochter, Tochter gegen Vater, gegen Mutter, gegen Freunde und so weiter. Das haben wir ja alles erlebt als Christen, als wir gläubig wurden. Die Leute haben uns im Regen stehen lassen, die haben uns abgelehnt, haben gesagt, mit dir gehe ich nicht mit. Da musst du alleine gehen. Vorher war man ein dicker Freund. Und nachher ging es auseinander. Was mache ich nun? Ich muss es gehen lassen. Ich will da sein, wo Jesus ist. Und ich will so dienen, wie er jetzt dient. Haben sie ihn verfolgt, werden sie mich auch verfolgen. Hier gilt also,
Der Weg, wie es Jesus schon sagt, ich muss mein Leben für euch geben. Und wenn ihr mir folgen wollt, müsst ihr euch selber verleugnen. Wer mir folgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Die Frage immer wieder an uns lautet ja, wollen wir solche Mitdiener sein? In dieser Passionszeit sind wir aufgerufen, das wahrzunehmen. Und auch die Art des Dienstes ist nicht uns überlassen, sondern auch dem, der für uns gestorben und auferstanden ist, der das neue Leben ans Licht gebracht hat. Die Art des Dienstes ist Demut und Treue. Demut und Treue. Obwohl Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Herr ist, sagte er zu seinen Jüngern, schaut, ich wasche euch die Füße. Ihr sagt recht, ich bin der Herr. Aber bin ich nicht unter euch wie ein Diener? Das ist das Wesen, Demut und Treue. In dieser Art sollt ihr mir folgen. In dieser Art sollt ihr dienen. Denn so jemand groß sein will, dann soll er jedermanns Diener sein. Ja, groß sein wollen, das wollen wir ganz gerne, anerkannt sein. Aber jedermanns Diener sein, das ist nicht, entspricht nicht unserer Natur, aber das ist das neue Leben. Demut ist die Ebene des Dienstes am Nächsten, in der Gemeinde und auch in der Welt. Auch Treue ist eine Wesensart des rechten Dienens für Kinder Gottes. Der Apostel Paulus, ein so kluger, starker Mann in dieser Welt, der sich rufen ließ dann von dem auferstandenen Jesus Christus, er sagte dann später, wir sind nur Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und was sucht Gott eigentlich bei uns? Nichts anderes, als dass die Verwalter treu sind. Treu. Und das ist ja doch ein starkes Wort. Es gibt viele fleißige Arbeiter, aber wenige Treue. Und ich erinnere mich immer wieder an diese Worte, die einst auch mein Bruder Nötzold hier sagte, auch im Blick auf, er war ja Bäckermeister, er hatte ja auch mit Angestellten zu tun, du musst nicht immer der Beste sein, aber der Treueste. Die Treue ist das Entscheidende, dass du wirklich in den Fußtapfen Jesu bleibst. Und das hatte der Apostel Paulus gelernt. Aufrichtigkeit und Hingabe bestätigen den treuen Dienst für Jesus. Und so konnte auch Paulus dann auf manch andere hinweisen, zum Beispiel auf Epaphras, und sagte dann in dem Wort im Kolosserbrief, er ist ein treuer Diener Christi. Ein treuer Diener Christi für euch. Er durfte mitgründen die Gemeinde zu Kolossee. Ja, kommen wir nochmal zurück auf dieses Wort, dass Jesus sagt, wer mir dienen wird, der wird ja dann auch geehrt von meinem Vater. Es geht bei allem natürlichen und freiwilligen Dienst darum, dass wir in der Entscheidung für den Ort, für den Weg und für die Art des Dienens in den Fußstapfen Jesu sind. Schon im Psalm 101 heißt es, ich habe gerne fromme Diener, spricht der Herr. Ich habe gerne solche, die sich für meinen Willen einsetzen und nicht ihren Willen gegen den meinen stellen. Denken wir auch an den kleinen Samuel, der ja gar nicht mehr so klein war. Er war ja dann schon ungefähr 16 Jahre alt, im Dienste in der Stiftshütte. Und dann rief ihn Gott, Samuel, Samuel. Und er ging immer wieder zu Eli, weil er dachte, der Mensch hat ihn gerufen. Und Eli hat gesagt, nein, nein, ich bin es nicht. Wenn du wieder gerufen wirst, dann sage, Herr, rede du jetzt. Ich höre. Und dann rief Gott ihn wieder, Samuel. Ja, rede, Herr, dein Knecht hört. Ich will alles nur hören, was du jetzt sagst. Und dann wurde er unterrichtet, obwohl er so jung war, unterrichtet auch über die Alten, die nicht mehr so auf dem Wege der Nachfolge in den Geboten Gottes lebten. Ihm wurde das anvertraut. Rede, du, dein Knecht hört. Ich will das hören,
was du sagst, nicht was ich denke und nicht zuletzt, was der Hohepriester Eli sagt, sondern was du sagst, das ist wichtig. Und dann wurde er unterrichtet. Ja, Jesus Christus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder Gott oder dem Geist dieser Welt. Dazwischen kannst du nicht stehen. Also, die große Freiwilligkeit ist von uns genauso gefordert, in den Fußstapfen Jesu zu folgen, wie Jesus freiwillig sein Leben für uns gelassen hat. Auch bevor das Land Kanaan durch das Volk Israel eingenommen wurde, Mose durfte ja nicht in das Land, auch Aaron nicht, weil sie in ihrer hohen Position Gott manchmal nicht geehrt haben. Aber Josua, er sagte, wenn wir darüber gehen in das Land, was Gott uns geöffnet hat, jetzt habt ihr noch die Wahl. Wählt, wem ihr angehören wollt. Es muss freiwillig sein. Er hat nicht gesagt, ihr habt jetzt Gott anzugehören. Ihr habt jetzt, wir könnten für uns sagen, Christus anzugehören. Nein, wähle, du musst wählen. Wem willst du angehören? Christus oder dem Geist dieser Welt? Beiden geht nicht. Einem kannst du nur angehören. Und dann sagt Josua, ich bin aber entschieden. Ihr müsst wählen. Ich bin entschieden. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Bin ich entschieden. Gleich, was uns erwartet im Lande Kanaan. Ich bin entschieden. Und er sagt, entscheidet euch doch bitte auch. Eine Geschichte sagte, das waren jüngere Leute, ein junger Mann, der auch als Pastor schon tätig war. Er hatte ein Gespräch mit der Freundin und Bekannten darüber, dass er dann sagte, so, wann willst du endlich die Entscheidung für Jesus treffen? Willst du überhaupt, hast du überhaupt die Absicht, dich auf Gottes Seite zu stellen? Wann willst du denn das machen? Hast du schon einen Zeitpunkt dir ausersehen, wann du dich entscheidest, endlich für Gott in Christus? Sagen wir mal, du bist jetzt 20 Jahre, in 10 Jahren willst du dich entscheiden. Sie sagte, nein, nein, das möchte ich nicht, denn es könnte doch sein, dass ich in 10 Jahren bereits gestorben bin. Also, das ist mir zu lange. Na gut, dann sagen wir mal 9, 8, 7 Jahre. Wann willst du dich entscheiden? Du musst doch die Wahl treffen, ganz freiwillig. Nee, das ist mir auch zu lang, sagt sie. Das muss früher geschehen. Das wäre ja schrecklich, so lange zu warten, denn ich könnte doch verloren gehen, wenn ich nicht auf der Seite des Lebens stehe. Na, dann sagen wir einfach mal 12 Monate. Nicht, genügt dir das? In 12 Monaten, in einem Jahr, willst du dich entscheiden. Bis dahin kannst du noch dem Geist dieser Welt dienen und dann willst du Christus dienen. Nein, das kann ich auch nicht, sagt sie. Ich will nicht über den schrecklichen Abgrund des Verderbens schweben. Ich glaube, ich tue es am besten jetzt und heute. Ich will Jesus als meinen Heiland annehmen, denn ich fühle, wie schrecklich es ist, ohne Heiland der Seele leben zu müssen. Und die wir Jesus kennengelernt haben, wissen, dass es schrecklich ist, in dieser Welt ohne ein Heiland leben zu müssen. Wir werden gegängelt und hin und her geschubst in den Situationen dieser Zeit. Wir kommen von einer Angst in die andere, von einer Frage in die andere, wie wird es werden? Wir sind nie sicher, wir haben nie Ruhe, wir haben nie Frieden. Und sie sagt, nein, also das will ich nicht. Es ist schrecklich, ohne Heiland der Seele in dieser Welt leben zu müssen. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Ich möchte heute Jesus mein Leben geben. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn erleben und mit ihm durch diese Zeit gehen. Und das war ein wirklich freiwilliger, fester Entschluss. Und sie tat es auch. Und so ist auch uns die Frage gestellt, besonders auch denjenigen, die noch nicht Jesus aufgenommen haben. Wofür willst du dich denn entscheiden in dieser Passionszeit? Willst du Jesus nur sehen, hören oder willst du ihm folgen? Soll dein Leben eine Prägung
des neuen Lebens bekommen, in Ewigkeit, dass du weißt, wenn du jetzt heute gerufen wirst, dann bin ich bei Gott. Oder willst du weitermachen wie bisher? Willst du weiter dem Widersacher Gottes in dieser Zeit ausgeliefert sein zum Verderben? Ach, dass du doch Jesus erwählen mögest. Dass du doch auch diese freiwillige Entscheidung triffst. Ich will mit Jesus leben. Denn dann wirst du nicht nur in der Zeit ihm dienen können, sondern in Ewigkeit. So wie es ja auch in der Offenbarung dann gesagt ist, von denen, die erlöst sind, du hast uns erlöst mit deinem Opfer, mit deinem Blut. Und jetzt dürfen wir, so steht es da, dir dienen in der Ewigkeit Tag und Nacht. Da geht der Dienst weiter vor dem lebendigen Gott in großer Herrlichkeit, ja. Und das steht uns auch zu. Satusunta Singh, der in Indien das Evangelium verbreitete, viele tausende Menschen sind zum Glauben gekommen. Er kam ja aus der Religion heraus und er war entschieden, jetzt nur noch Jesus zu leben und sagte, ich bin entschieden zu folgen Jesus und setzte einen kleinen Satz hinzu, ich gehe nie mehr zurück, nie mehr zurück, denn wer Jesus hat, der hat alles. Der möchte nie mehr darauf verzichten, was er geschenkt bekommt durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. Darum suchen wir Jesus, wie diese Griechen. Wir wollen mit Jesus reden. Wir suchen ihn. Aber wir wollen ihn auch erleben und ihm folgen. Ja, suche Jesus und sein Licht, denn alles andere hilft dir doch nicht. Jesus sagte, die Zeit ist gekommen. Und das gilt auch für uns. Die Zeit ist gekommen. Lass dich freiwillig einladen, ganz neu, vielleicht wiederholt oder zum ersten Mal, festzumachen, Jesus zu dienen und zu folgen. Denn das ist Leben. Amen. Lasst uns anbeten und dazu auch.